Magis mit Senfgurkenquark. Hier kommt die verfeinerte Variante der Hausfrauen unbekanntes Zeichen Soße, Magis mit Senfgur unbekanntes Zeichen Ken, Radischen und Rauke in Sauri-Sahne Dressing. Für 4 Portionen. Ein Glas Senfgurken, 215 Gramm EW. 250 Gramm Magerquark. 150 Gramm saure Sahne. Salz, Pfeffer. Ein Bund Radischen. Ein Bund Rauke. 3 rote Zwiebeln. 4 Magis Doppelfilets. Erste Gurken im Sieb ab unbekanntes Zeichen. Tropfen lassen, den Sud auf unbekanntes Zeichen. Fangen. Quark, saure Sahne unbekanntes Zeichen. Mehl und 4L vom Gurkensud. Verrühren, kräftig salzen. Und pfeffern. Zweite Gurken fein würfeln. Rau unbekanntes Zeichen. Dischen putzen, waschen. Und in dünne Scheiben. Schneiden. Beides unter. Den Quark heben. Dritte Rauke verlesen, waschen. Trocken schleudern und in fingerbreite Streifen schnei unbekanntes Zeichen. Den Zwiebeln pellen, längs. Halbieren und quer in feine Halbringe schneiden. Bei unbekanntes Zeichen. Des unter den Quark heben. Vierte Magis abspülen und trocken tupfen, der Länge. Nach halbieren und in 2 cm breite Stücke schneiden. Unter den Quark heben und 30 Minuten durchziehen. Lassen. Dazu passen Pelkar unbekanntes Zeichen. Toffeln oder Schwarzbrot. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Forelle. Mit Bauernspeck. Und Salbei. Forellen werden wunderbar. Würzig durch. Salbei und Bauernspeck. Für 4 Portionen. 8 Forellenfilets, ohne Haut. 4L Limettensaft. 8 Scheiben magerer Südtiroler Bauernspeck. Oder durchwachsener Räucherspeck. Salz, Pfeffer. 32 kleine Salbeiblätter. 4L Öl. Außerdem Holzstäbchen. Ersten Forellenfilets entgräten. Und quer halbieren. Mit Limettensaft betrüffeln und beiseite stellen. Jede Bauernspeckscheibe einmal quer halbieren. Zweiter Fisch trocken tupfen. Salzen und pfeffern. Je 2 Salbeiblätter und 1 Fischstück in einer Speckscheibe wickeln und mit Holzstäb unbekanntes Zeichenchen zusammenstecken. Drittens 2L Öl in einer großen Pfanne erhitzen und 8 Fischstücke darin auf je unbekanntes Zeichen der Seite 2 Minuten braten. Herausheben und im 80 Grad heißen Backofen auf der zweiten Schiene von unten warm halten, Gas 1, um unbekanntes Zeichen Luft nicht empfehlenswert. Viertens 2L Öl ins Bratfett geben. Und die restlichen Fisch unbekanntes Zeichen. Stücke darin ebenso braten. Dazu passt Safranrisotto. Zubereitungszeit, 40 Minuten. Rotbarschfilet mit Zitronensoße. Zum Rotbarschfilet schmeckt die Weißwein-Zitronensoße mit Möhren und Frühlingszwiebeln fein und edel. Für 4 Portionen. 300 Gramm Möhren. Ein Bund Frühlingszwiebeln. 40 Gramm Butter. 2 bis 3 TL Mehl. 200 ml Gemüsebrühe. 100 ml Weißwein. 100 ml Schlagsahne. 400 Gramm Rotbarschfilet. 3 bis 4L Zitronensaft. Salz, Pfeffer. 4L Öl. 1L abgeriebene Zitronenschale. 1 bis 2 TL Zucker. Ein Bund Schnittlauch. Erste Möhren schälen. Früh unbekanntes Zeichen. Links Zwiebeln putzen. Beides in 3 cm lange Stifte. Schneiden und in der heißen Butter andünsten. Mit 1 TL Mehl bestäuben. Kurz andünsten und mit Brühe, Wein und Sahne auf unbekanntes Zeichen kochen. Offenbar mit unbekanntes Zeichen. Leere Hitze 5 Minuten leise kochen lassen.
zweites Rotbarschfilet mit 2 L Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Im Rest unbekanntes Zeichen. Lichenmehl wenden, gut ab unbekanntes Zeichen. Klopfen und im heißen Öl bei mittlerer Hitze von jeder Seite 3 Minuten goldbraun braten. Drittes Gemüse mit Zitronen unbekanntes Zeichen. Schale, 1 bis 2 L Zitronensaft. Salz, Pfeffer und Zucker. Würzen. Schnittlauch in Röll unbekanntes Zeichen. Schneiden und darüber streuen. Zum Fisch. Servieren. Dazu passt Kartoffelpüree. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Fischstäbchen. 400 Gramm Kabeljaufilet. 3 L Zitronensaft. Salz, Pfeffer. 100 Gramm Mehl. 2 Eier, Klasse. M. 100 Gramm gemahlene Mandeln. 6 L Öl. Erstes Fischfilet waschen, trocken tupfen und eventuell verbliebene Gräten mit einer Pinzette entfernen. Dann quer in 2 cm Breite. Streifen schneiden, in Zitronensaft. Wenden und mit Salz und Pfeffer würzen. Zweitens Fischstreifen erst in Mehl wenden. Und gut abklopfen. Dann in den verquirlten Eiern und zum Schluss in den Mandeln wenden und andrücken. Dritten Filets in jeweils 3 L heißem Öl in. 2 Portionen von jeder Seite 3 bis 4 Minuten goldbraun braten. Dazu passt Kopfsalat mit Joghurtsoße. Zubereitungszeit, 40 Minuten.